Hallo und willkommen zurück zu Lockdown Lutherifra. Ich bin Dustin Stolzfuß, Dominik Englert und heute machen wir weiter mit Butterfly Guard. In dem letzten Video, kann man hier schauen, haben wir das mit dem Unterhaken gemacht und mit dem Sweep. Heute machen wir das, wenn wir keinen Unterhaken bekommen können. Und zwar hier, beziehungsweise letztens hat Dominik gezeigt, wie man hier reinstimmt, hier mit dem Butterfly-Haken reinkommt und nach hinten drückt. In den meisten Fällen sind wir schon hier mit dem Konterteil. Also Hand auf den Hinterkopf, Ellbogen drückt nach vorne. Wenn wir hier reindrücken können, können wir dann weiterhin mit dem Unterhaken arbeiten. Wenn er eng ist und das nicht erlaubt, seinen Arm, können wir auch ganz gut von hier arbeiten. Und zwar von hier, wir machen eine ähnliche Bewegung, wir schrumpfen so ein bisschen raus, greifen dann wieder den Trizeps und wir machen dieselbe Bewegung wie hier mit dem Unterhaken, aber wir greifen hier, wir ziehen nach unten und wir schieben mit dem Ellbogen seitlich. Hier, hier. Und dann können wir Knee on Belly, Seitenkontrolle oder Mount. Nochmal. Und hier schieben nach hinten und ich bin gleich in diese Position. Ich rutsche ein bisschen zur Seite, ich lade ihn auf und rüber mit meinen Ellbogen. Dann komme ich hoch. Wie bei dem Unterhaken, es kann sein, dass während ich versuche ihn zu sweepen, er stützt sich hier ab. In dem Fall, ich benutze meinen Fuß, ich komme entweder hier auf seinen Oberschenkel oder ich behalte meinen Butterfly-Haken hier und ich schiebe sein Bein nach hinten. Von hier, ich leite seinen Kopf hier rein und dann entweder gehe ich auf die Guillotine oder noch schneller, Handgun Choke, ich lasse meine Hand hier, ich greife mit dieser Hand hier meinen Unterarm. Hier und dann alles zusammen. Nochmal, ich bin hier, benutze mein Konterteil und mein Butterfly-Haken, um hochzukommen. Und dann, ich versuche ihn aufzuladen und zu sweepen, hier hochkommen. Wenn er sich abstützt, der Ball hier, hier runter, entweder Guillotine oder Handgun Choke. Hier, ich lasse meine Hand hier, greife rüber zu meinem Unterarm und dann ich drücke meine Ellbogen zusammen. So, viel Spaß damit und bis nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen. Abonniere uns für mehr Kampfsportvideos, klick auf die Glocke und schreib in den Kommentaren, was du gern im weiteren Video sehen willst. Bis nächstes Mal.